Das ist der Feldmochinger Mann. Alter, was geht ab, Leute? Und hier aus Feldmoching wieder am Arenen machen. Das neue Gebiet, was ich... Neu. Ist auch schon länger in Bearbeitung. War aber noch nicht so oft hier. Das ist jetzt das 7. oder 8. Mal. Ist so das einzige Gebiet, wo ich noch rauffahre. Der Rest ist runter statt einwärts. Machen wir das schnell hier und dann geht's los. Nocturne jagen. Es ist immer noch Zeit, Nocturne zu jagen. Demnächst, also es wird ein paar Sachen geleakt, gemunkelt. Halloween-Event und so, Team Rocket Sachen wurden gefunden, neue Rocket Stops und so, neue Sprüche wurden bereits entdeckt, was natürlich leidend ist, denn je mehr Auswahl es gibt, je mehr neue Rocket Sachen, desto seltener wird Nocturne, falls er dann überhaupt noch da ist. Das heißt, wir müssen loslegen und nochmal richtig Nocturne jagen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich habe einmal die Quest, lande einen fabelhaften Wurf. Das erinnert mich an gestern im Livestream, da ist ein Charmian aufgetaucht. Und Charmian steht halt richtig nah, eigentlich echt schwer zu werfen. Eine kleine Challenge an euch, schickt mir ein Video, wo ihr einfach fabelhaft bei Charmian schafft. Das poste ich dann auf Instagram. Ich freue mich auf eure Einsendungen. Und bevor ich es vergesse, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Und wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Und die Glocke anscheinend, weil viele haben gesagt, sie bekommt keine Benachrichtigung mehr. Also Glocke auch aktivieren. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so einer werde, der an die Glocke erinnert. Okay, Leute. Nocturne gemacht. Sogar zwei jetzt in der Zwischenzeit. Tot. Den anderen auch noch schnell checken. Runddatum. Hier. Leider nicht ganz. Kopsel. Oh mein Gott. Fast 0%. So. Ich stelle mich noch schnell hier in die Arena, schnell die zwei Kämpfe machen. Halloween-Event wurde angekündigt, eine Menge neuer Sachen, wir gehen gleich drüber. Aber ein Problem gibt's. Neue Krypto-Pokémon wurden angekündigt, das heißt, ja, ich muss das Nocturne davor bekommen, denn ansonsten ist es viel zu schwierig, weil es kommen so viele neue. Und man weiß ja nicht mal, ob Nocturne bleibt, es kann ja sein, dass der ausrotiert wird für die neuen. Ein paar von den neuen sind natürlich interessant, zum Beispiel Magma. Da fehlt mir immer noch ein 100er, da habe ich nur 98. Lapras, ihr wisst Bescheid, habe ich gejagt jetzt während der Quest mit dem Welttourismus-Tag da. Knackleon, check das Video von gestern ab, Max on Monday, da habe ich einen 98er gemaxt. Und Tuska, Tuska nie geholt damals. Ich dachte, okay, wenn Sommer kommt, dann tauchen die eh so häufig auf. Aber ihr wisst, davor sind die Maps gestorben. So, wir setzen schnell einen Hytera rein und holen uns noch mehr Nocturne. Wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch bis Donnerstag. Bis dahin muss das 100er Nocturne kommen. Schaut mal, was ich gerade gebrütet habe, Leute. Mein Dex-Eintrag war das. Und? Ah, leider nicht gut genug. Nocturne-Time, Leute. Wir müssen den bekommen, bevor Halloween-Event anfängt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gib mir den Staub. Ja, ja, ja. 944, wir nähern uns der 1000. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 297. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Was Gutes. Aber das sagt gar nichts aus. Die WP kann man sich leider nicht merken. Leider nicht, Leute. Dreimal die Quest. No. Nummer 2. No. Nummer 3. No. Aber ich habe den gestern Abend bereits bekommen. Zufällig aus der Quest. Haha. Shiny Bronze. Noch ein Nocturne, Leute. Und dann reden wir ein bisschen über das Event. Das hat es in sich auf jeden Fall eine Menge Sachen am Start. Spezialforschung, neue Krypto-Pokémon, wie gesagt, vor denen wir Angst haben. Aber die auch gut sind. Darkrai als Raid Boss. Aber nur zwei Wochen da. Neue Shinies. Bisasam, Pikachu, Glumanda und Chigi im Kostüm, aber auch als Shiny. Also richtig krasse Sachen. Doppelbonbon. Fürs Verschicken. Fürs Tauschen, fürs Brüten, fürs Fangen. Aber jetzt brauchen wir erstmal unser 100er Nocturne. Ich habe
zwei auf dem Weg hierher gemacht. Das heißt, drei werden wir abchecken gleich. Ja, ja, ja. Go, go, go. 298. Ich hatte den, glaube ich, heute schon mal 298. Und der war nicht 100. So, schauen wir mal. Nope. Ein paar Chancen haben wir noch. So, schauen wir uns doch mal alles an von heute. Der war es nicht. Wohl relativ hoch. Das ist fast 0% Kopsel, ja, ja. Ich vergucke mich gerade nicht, oder? Digga, geschafft! Egal, erlöst. Ich hab's geschafft, oh mein Gott, da ist er. Da ist der Depp. Junge, endlich! 100% Knockdown, endlich, Mann! Oder? Sag mir nicht, ich hab mich verschaut. Diese Erleichterung, die einem vom Herzen fällt, Leute. Bei anderen Pokémon, da ist man so richtig gehypt. So, da will man einfach schreien, weil man sich freut. Bei dem, weil ich den so lange gejagt habe, das ist einfach so eine Erleichterung. Geschafft! Okay, so Leute, ihr habt hier schon alles vom Event gehört. Aber hier nochmal meine Meinung. Aber zuerst schauen wir uns erstmal mein Nocturne an. 100% zu saftig. Auf jeden Fall endlich bekommen. Es gibt vermehrt Geist-Pokémon. Welch ein Wunder. Geist und Unlicht. In der Wildnis, in Raids und aus Eiern. Das ist eine gute Chance, die ganzen Geister in Shiny zu bekommen. Zu Big ist es selten. Den wollen viele haben. Schappe zum Beispiel habe ich persönlich 4, 5, 6 Stück. Aber noch kein Zwirrlicht. Den würde ich jagen, brauchen. Nebulak natürlich, auch sehr interessant. Gibt noch ein paar andere und Unlicht natürlich. Kramurks zum Beispiel, Shiny. Passend dazu, ein neues Gen 5 Pokémon in Shiny, Makabaja. Und wie immer neue Kleidung, die wird sich direkt gegönnt. Und apropos Kleidung, Pikachu, Bisasam, Glumanda und Shigi gibt es in Shiny verkleidet. Viele feiern diese Verkleidungen, aber mich interessiert es eigentlich nicht. Aber ich meine, ich werde trotzdem ein paar machen, aber für die ganzen Shiny-Sammler wird es halt richtig leiden, weil die brauchen drei verkleidete Bisasam in Shiny, drei verkleidete Shigi in Shiny, drei verkleidete Glumanda in Shiny, zwei verkleidete Pikachu in Shiny. Und möglicherweise gibt es dann auch noch Pichu aus dem Ei in der Verkleidung in Shiny. Das braucht man dann auch noch als Sammler. Für die 100er Jäger ist es auch leiden, die brauchen einen 100er Bisasam verkleidet Shiny und so weiter. Was ich aber sammle, und jetzt wird es interessant, 100er. Und es gibt neue Krypto-Pokémon, mit denen man relativ leicht die 100er sammeln kann, fangen kann. Ich sage relativ leicht, denn das mit Nocturne hat echt Ewigkeiten gedauert. Das war sehr leidend. Es gibt Tornillo und Familie. Electek. Magma ist für mich interessant. Habe ich persönlich bisher immer nur einen 98er bekommen. Lapras, ihr wisst Bescheid. Ich habe ihn beim letzten Event schon gejagt. Voltilam. Okay. Samurzel heißt er, glaube ich. Zubiris. Ist an sich cool, aber euch jetzt nicht. Dann Knuckleon. Ziel der Knuckleon, ich habe keinen 100er bekommen. Gestern ein 98er gemacht bei Max on Monday, schaut vorbei. Aber den 100er brauche ich noch. Tusk auch, noch kein 100er, nur 98er bisher. Schuppet und Zwielicht habe ich. Shadow bzw. Krypto-Pokémon können nicht shiny sein, dementsprechend ist das jetzt nicht so interessant, die zwei. Also vier neue Ziele. Magma, Lapras, Knuckleon, Tusk. Die bräuchte ich dann noch in 100. Das sind echt eine Menge neuer Sachen, also Hut ab, da wird eine Menge zu tun sein. Dann gibt es noch Quests und eine Spezialquest. Aus der Spezialquest kriegen wir Krippuk.
Die Frage ist jetzt, kommt der ganz normal oder ein Shiny? Mir ist beides recht. Ich brauche erstmal einen guten, das heißt, mehr Chancen, einen guten zu bekommen. Und jetzt haben dann noch mehrere Leute zwei. Das heißt, die sind bereit, den zu tauschen, Glückstausch aktivieren und bam, vielleicht kriege ich da einen 100er Flip-Poke. Das wäre natürlich mega saftig. Und ein paar Quests, schauen wir mal alles rund um Thema Geist und Unlicht und sowas. Werden bestimmt ein paar interessante mit dabei sein. Nachher kommt Freitag direkt Raid Tour. Wobei, eigentlich sollte man die neuen nicht raiden, weil erstens, der ist nur zwei Wochen da, was schon interessant ist, aber der kommt ja irgendwann nochmal in Shiny raus. Das heißt, jetzt müssten wir ihn eigentlich gar nicht raiden. Irgendwann kommt der in Shiny raus, irgendwann kommt er vielleicht mit einer besseren Attacke raus und dann müsste man erst abgehen. Die erste Rotation, die erste Welle, da sollte man eigentlich nie raiden. Aber wir werden trotzdem raiden. Keiner hält sich dran, aber rein theoretisch, am schlausten wäre es jetzt nicht zu raiden. Mehr zu Darkrai dann am Donnerstag. Als Vorbereitung für Freitag dann. Aber Darkrai, auf den freuen sich viele. Anscheinend bester Unlichtangreifer. Und natürlich, was wäre Halloween ohne Bonbons? Doppelbonbon gibt's fürs Fangen, Brüten und Verschicken. Das heißt, die ganzen Leute, die ihre Legendären gehortet und gesammelt haben, ihr könnt sie jetzt verschicken für 2 Bonbons. Schon nicht schlecht, echt eine Menge Sachen am Start. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Wir sind heute live, da könnt ihr eure Meinung nochmal abgeben und dann sind wir Donnerstag live, wenn das Event anfängt. Echt geil, wie die Events immer dann anfangen, wenn wir live sind. Schaut vorbei und schreibt unten in die Kommentare, ob ihr gehypt seid auf das Halloween-Event. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon Serious Business.